Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video. Und zwar heute eine Top 5 unfairste Gegnerliste. Also 5 Gegner, die mich in meiner Kindheit und beziehungsweise heute noch extrem nerven, wo ich einfach komplett ausrasten könnte, weil sie einfach zu stark und unfair sind. Auf so eine Liste hatte ich schon länger mal wieder Bock. Deswegen lehnt euch zurück, schreibt eure Liste in die Kommentare. Viel Spaß! Und die ersten Gegner, Leute, ich weiß nicht, viele von euch haben sie wahrscheinlich nicht mal richtig wahrgenommen als wirkliche Gegner. Und zwar heißen diese Gegner Keronpa Balls oder Kurumami. Oder einfach simpel Keronpa. So werden sie genannt. Ich wusste das auch nicht. Und das sind diese kleinen, hässlichen Kugeln aus Mario 64, die damals auf der Nintendo 64 einfach wirklich nur Kugeln waren, die sich ein bisschen aufgeblasen haben und dann Feuer rausgeschossen haben. Im Mario 64 DS Remake hatten sie dann so ein komisches Gesicht und man konnte sie auch als Gegner richtig identifizieren. Und Leute, ganz ehrlich, man hat sie nicht mal richtig wahrgenommen und die schießen dann einfach Feuer an Arsch. Also wirklich, ich fand sie immer richtig unfair und sie haben mich oft aufgeregt und deswegen habe ich sie mit reingenommen. Als nächstes habe ich einen allbekannten Gegner. Man kann sogar fast schon manchmal sagen Freund, aber dennoch hat er mich in vielen Spielen aufgeregt. Und zwar der gute Lakitu, der auch schon seit Urzeiten, seit Ewigzeiten immer dabei ist in Mario-Spielen. Und er war ja wirklich ursprünglich ein Gegner. Bei Mario 64 hat er die Kamera gehalten, bei Mario Kart hilft er einen raus aus Löchern und so und macht das mit dem Startsignal. Aber ursprünglich war er ein Gegner. Und zwar eine Art Cooper auf einer Wolke, der einfach Stachis auf einen geschmissen hat. Bei Mario Maker hat er sogar ganze Wiggler oder andere Wesen auf einen geschmissen. Und ich fand es damals so nervig, dass er einen wirklich die ganze Zeit verfolgt hat und Stachis geschmissen hat. Es war wirklich mit der schlimmste Gegner aus den alten Mario teilen und ich hoffe, ihr könnt mir da zustimmen. Als drittes zeige ich euch jetzt einen Gegner, der mich wirklich zum Ausrasten gebracht hat und zwar diese komischen Chuckyas. So heißen sie, ich wusste ihren Namen auch wieder nicht und zwar aus Mario 64, dort habe ich sie das erste Mal richtig wahrgenommen. Diese fetten, brachialen Kugeln mit den Boxhandschuhen, die einen einfach nehmen und irgendwo hinschmeißen. Leute, ich weiß noch, als Kind hatte ich wirklich ein bisschen Angst vor denen, weil die einen einfach nehmen und einfach runterschmeißen und ich bin oft durchgedreht, weil, Leute, ihr müsst euch vorstellen, man springt irgendwo hoch in Mario 64, man geht eine lange Reise, man macht ein paar schwere Sprünge, besiegt Gegner, ist in einer Spitze angelangt, noch ein Sprung und dann kommt er und schmeißt euch wieder runter. Und da bin ich wirklich oft durchgedreht, weil die einen einfach unfair wieder irgendwo runterschmeißen. Und Leute, ich bin einfach komplett ausgerastet. Als nächstes habe ich wirklich einen ganz außergewöhnlichen Gegner und zwar, Leute, aus Mario Bros. 3. Die Wüstenlevel waren ja wohl sowas von krass aufgrund dieser Sonne. Es gibt einfach eine Sonne, die komplett durchdreht mit einem bösen Gesicht. Die wird immer roter und dreht durch und verfolgt Mario wirklich das ganze Level über und ist einfach nur extrem aggressiv. Schießt immer wieder runter und will Mario verbrennen. Ich weiß noch, als Kind hatte ich auch ziemlich Angst vor der. Man muss dazu aber sagen, man kann sie besiegen, Leute. Und zwar, wenn man im richtigen Moment einen Koopa-Panzer gegen sie schmeißt. Wie hier. Als letztes habe ich wirklich den schwersten Gegner meiner Meinung nach, wo ich wirklich heute noch ein bisschen Schiss vor habe, und zwar diese Phantos. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, diese komischen Masken. In Mario Bros. 2 waren sie vorhanden, meistens um einen Schlüssel herum und wenn man diesen Schlüssel irgendwie weggenommen hat, haben sie sozusagen einen verfolgt, weil sie diesen Schatz bewacht haben. Wenn man diesen Schatz nimmt, verfolgen sie einen. Also wirklich, sie verfolgen einen nicht nur in diesem Screen. Selbst wenn man durch eine Tür geht, kommen sie trotzdem hinterher. Die ganze Zeit verfolgen sie einen und wollen einen umbringen. Man kann nichts machen, außer das Level so schnell es geht zu beenden. Das ist der einzige Weg, um ihn zu entkommen. Deswegen habe ich es hier auch mit in meine Top 5 mit reingenommen. Ja, liebe Leute, das war meine Top 5 von den unfairsten, schwersten, fast schon angsteinflößendsten Gegner aus Mario, aus den Mario-Spielen, die ich gespielt habe. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt eure Top 5 in die Kommentare. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag wie immer. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.